In der Welt der Kampfkünste gibt es ja so das eine oder andere kontroverse Thema. Eines davon ist realistische Selbstverteidigung. Und genau damit haben wir uns in den letzten Monaten ja immer und immer und immer und immer wieder auseinandergesetzt. Deshalb will ich dieses Thema heute tatsächlich mal links liegen lassen und ein anderes ziemlich hitzig diskutiertes Thema aufgreifen. Graduierungen und Gürtelfarben oder wie ihr das dann auch immer nennen wollt. Und bevor einige von euch jetzt abschalten, weil sie dieses Thema schon so oft unter die Nase gerieben bekommen haben, gebt mir eine Chance, es euch etwas schmackhaft zu machen. Denn ich will heute nicht diesen pseudophilosophischen Aspekt hervorheben, sondern was ganz Praktisches, nämlich die Didaktik dahinter, also aus einem didaktischen Blickwinkel auf das Thema schauen. Starten wir mal mit einem Fun Fact, den viele von euch vermutlich gar nicht wissen. Denn das Kyudan-System, also die Aufteilung in Schüler- und Meistergrade, stammt nämlich gar nicht aus den Kampfkünsten, sondern aus dem japanischen Brettspiel Go. Das ist so ein Strategiespiel, das man auch gerne mal als japanisches Schach oder asiatisches Schach bezeichnet, mit diesen weißen und schwarzen Steinen. Hat ein bisschen was von Schach, aber ist ein reines Strategiespiel, aber das führt jetzt auch zu weit. Hier benutzte man nämlich Ränge, um Handicaps im Rahmen von Turnieren oder einzelnen Spielen auszugleichen. Den Übertrag in die Kampfkünste, den haben wir wiederum dem Judo-Begründer Kano Jigoro zu verdanken. Der hat das System nämlich 1880 in die Kampfkünste übertragen und 1895 nochmal das Kyu-System überarbeitet und sich dabei am Schulsystem beziehungsweise dem deutschen Schulsystem des 19. Jahrhunderts orientiert. Diese alten Klassen waren nämlich aufgeteilt, und das muss ich jetzt kurz ablesen, weil ich habe leider kein Latinum, in Quinta, Quarta, Tertia, Sekunda und Prima, was letzten Endes nichts anderes sind als die Klassen von 1 bis 6 beziehungsweise von 6 bis 1. Und auch Q bedeutet letztendlich nichts anderes als Klasse. Berücksichtigt man jetzt allerdings die politischen und gesellschaftlichen Wirrungen und Hirrungen dieser Zeit, dann wird einem relativ schnell klar, was Kano Jigoro eigentlich damit bezweckte, denn er wollte ja die Kampfkünste zu einem Mittel der Erziehung machen. Und dabei ging es vor allem um Aspekte wie Rangordnung oder Konformität innerhalb einer Gruppe. Jeder Schüler wusste, wo sein Platz war und wie er sich innerhalb der Gruppe zu verhalten hatte. Darüber hinaus war das System eine wunderbare Grundlage, um daraus später Leistungsklassen für Wettkämpfe zu basteln. Aber ich will jetzt nicht zu einseitig sein, denn tatsächlich ist diese Aufteilung eine wunderbare Grundlage, um damit didaktisch im Sinne der Ausbildung einer Kampfkunst zu arbeiten. Das heißt zum Beispiel, die Inhalte der Kampfkunst von leicht nach schwer an die Schüler zu übermitteln. Und genau da knarzt es im modernen Karate leider allzu oft, denn um diese Idee umzusetzen, muss ich mir natürlich im Vorfeld darüber im Klaren sein, was ich denn genau vermitteln will. Das heißt, ich brauche ein Ziel. Aber dafür ist doch die Prüfungsordnung da, wird der ein oder andere jetzt sicher denken. Und das ist auch eigentlich richtig, denn in der Prüfungsordnung sollte ja all das didaktisch aufbereitet sein, was der Schüler im Sinne des jeweiligen Systems zu lernen hat. Und das sowohl innerhalb der Schüler als auch der Meistergrade. Schwierig wird es jetzt allerdings an dem Punkt, an dem sich keiner mehr diese Frage stellt. Die Prüfungsordnung wiederum aber zu einem Fahrplan wird, an der sich das komplette Training ausrichtet. Ein Zustand, wie man ihn meiner Erfahrung nach leider in ganz, ganz vielen Dojos vorfindet. Der Unterricht orientiert sich quasi ausschließlich an der Prüfungsordnung. Was ja wiederum nicht schlecht ist, wenn die Ordnung eine klare Linie verfolgt. Das heißt, wenn die Frage nach dem Was beantwortet ist und konsequent verfolgt wird. Und zwar so, dass sowohl Lehrer als auch Schüler genau wissen, was von ihnen erwartet wird. Viel zu oft trifft man jedoch auf massive Widersprüche innerhalb der Ordnung. So kommt es in den modernen Sportverbänden zum Beispiel sehr häufig vor, dass der Fokus sehr, sehr stark auf die Grundschule, das heißt auf die Kihonwasa, gelegt wird. Was wiederum dazu führt, dass sich die Struktur der Ordnung bis in die Meistergrade hinein kaum verändert. Grundtechniken werden zu immer komplexeren Kombinationen zusammengebastelt, bei denen aber eigentlich keiner so wirklich weiß, was man daran lernen soll. Außer dass es anstrengend ist vielleicht.
Und danach folgen dann die immer gleichen Kihon-orientierten Partnerformen und der wettkampforientierte Zweikampf. Eine Übertragung der Grundschule in die Anwendung sucht man in der Regel vergeblich. Und auch das wäre an sich eigentlich überhaupt gar nicht so wild, wenn die Sache in sich stimmig wäre, also wenn man das wirklich konsequent verfolgt, so in der Form. Doch dann verirren sich immer wieder so merkwürdige Phrasen wie Karate dient auch der Selbstverteidigung. Es sind realistische Anwendungen aus der Kata zu demonstrieren. In die Prüfungsordnung und hinterlassen bei Schülern, Lehrern, Prüfern einfach nur riesengroße Fragezeichen. Ich meine, was ist denn eine realistische Anwendung, die zur Selbstverteidigung taugt? Lass mich mal spinnen. Jetzt kommt einer von hinten, packt mich, wirft mich auf den Boden, setzt sich auf mich drauf und fängt an, mich von oben mit Schlägen zu bombardieren. Also das wäre ja jetzt eine realistische Selbstverteidigungssituation. Wenn Karate jetzt also zur Selbstverteidigung dient und der Schüler realistische Anwendungen zeigen soll, dann müsste er ja eigentlich irgendwann mal in der Lage sein, genau auf sowas zu reagieren. Dass das unter den bisher genannten Voraussetzungen allerdings Wunschdenken ist, da seid ihr wahrscheinlich mittlerweile selbst schon drauf gekommen. Denn eine Prüfungsordnung, die so aufgebaut ist, wie ich es vorhin beschrieben habe, die ist ja in erster Linie auf Auswendiglernen ausgelegt. Also das Auswendiglernen und Wiedergeben von Techniken oder Abläufen. Was man vergeblich sucht, ist Kreativität. Aber Kreativität ist ja genau das, was den Übenden überhaupt erst in die Lage versetzt, sich realistisch selbst zu verteidigen. Auswendiglernen hilft da nicht. Und schon gar nicht das Auswendiglernen von Grundschulkombinationen. Ich will jetzt aber auch wieder nicht den Fokus wieder zu sehr auf die Selbstverteidigung legen, denn im Grunde geht es ja hier erstmal um das Thema Prüfungsordnung. Daher nun die Frage oder die Antwort darauf, wie für mich persönlich eine sinnvolle Prüfungsordnung aussehen sollte. Also wie ich bereits gesagt habe, sollte von Anfang an klar sein, wo die Reise hingeht. Also die Frage, was will ich meinen Schülern überhaupt vermitteln? Gesundheitssport, Selbstverteidigung, Wettkampf, alles zusammen? Erst wenn ich diese Frage für mich beantwortet habe, ja erst dann kann ich ja überhaupt erst in die Planung dahin gehen, was dem Schüler dafür vermittelt werden muss. Man kann sich das Ganze wie eine Pyramide vorstellen. In der Pädagogik nennen wir das eine Zielhierarchie. Ganz oben thront das Leitziel. Das könnte zum Beispiel sein Selbstverteidigung. Ja? In der zweiten Ebene folgen dann die sogenannten Mittlerziele. An der Stelle muss ich mir die Frage stellen, was genau für Fertigkeiten braucht denn jemand, um sich selbst verteidigen zu können? Das kann zum Beispiel sein, schlagen und treten können, das kann Grappling sein, das können Würfe sein, um jetzt nur mal drei zu nennen. So. Und erst danach, dann fange ich an runterzubrechen, was man genau können muss, um das vorhergehende Mittlerziel zu erreichen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, schlagen und treten zu lernen, dann gehört da zum Beispiel dazu, dass ich dem Schüler beibringen muss, überhaupt mal gegen ein Hindernis zu schlagen. Das heißt, Makiwada-Training gehört dazu. Ein gewisses Maß an Krafttraining gehört dazu, aber auch zum Beispiel eine gewisse Art von Abhärtung. Und natürlich das Ganze eventuell auch an einem sich bewegenden Partner anwenden zu können. Das heißt, in jedem Abschnitt der Prüfungsordnung sollte man ablesen können, was der Schüler zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Übung eigentlich genau lernen soll. Erst wenn das alles stimmt und konsequent nach diesen Zielsetzungen gearbeitet wird, erst dann macht eine Prüfungsordnung für meine Begriffe überhaupt erst Sinn. Denn erst dann weiß ich anhand einer Gürtelfarbe tatsächlich ganz genau, was für Fertigkeiten ein Schüler zum jetzigen Zeitpunkt gerade hat. Und auch der Schüler selbst weiß, was er kann und woran er als nächstes arbeitet. Also eine realistische Einschätzung von beiden Seiten ist dann möglich. Und daraus lassen sich dann natürlich weitere Schlüsse für den Unterricht ziehen und wie sich der Unterricht aufbaut. Um es zusammenfassend mal zu sagen, geht es mir darum, dass Prüfungsordnung und Trainingsplan in der Regel zwei getrennte Instanzen sind, was dazu führt, dass ganz, ganz, ganz viele Lehrer sich nur noch an der Prüfungsordnung orientieren, weil das ist ja auch das, was nur sie selbst gelernt haben. Sie haben ja gar kein anderes Mittel, um zu arbeiten, und dann nehmen sie sich das und das ist dann der Moment, wo aus Prüfungsordnung und Trainingsplan tatsächlich eins wird. Das heißt, bei den meisten Dojos ist es so, dass die Prüfungsordnung, wie ich bereits gesagt habe, das komplette Unterrichtsgeschehen bestimmt. Die einzige andere Ordnung, die da vielleicht nochmal reingerätscht, ist die Wettkampfordnung mit den entsprechenden Wettkampfregeln. Und es gibt nur wenige, die das hinkriegen,
das voneinander abzukoppeln und dem Schüler entsprechendes Wissen zu vermitteln. Also zumindest mir geht es so, wenn ich in die Prüfungsordnungen reingeguckt habe, habe ich gesehen, was ich für Techniken lernen soll, aber was ich damit anstelle, das habe ich eigentlich nie gewusst. Und das sowohl als Schüler als auch als Lehrer. Wie ist das in eurem Dojo? Orientiert ihr euch ausschließlich an der Prüfungsordnung oder habt ihr tatsächlich noch ein übergeordnetes Konzept, das vermittelt, was ihr eigentlich lernen sollt? Was sind eure Zielsetzungen im Training? Das würde mich mal interessieren. Und passen diese Zielsetzungen mit der Prüfungsordnung zusammen, die ihr verfolgt? Meiner Erfahrung nach war das nämlich immer so, dass mein Ziel sich nie mit der Prüfungsordnung gedeckt hat oder zumindest nur in ganz wenigen Teilbereichen. Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare rein. Das würde mich interessieren, weil ich glaube, viele von uns machen da ähnliche Erfahrungen. Und wenn euch dieses Video heute gefallen hat, dann würde ich mich natürlich total darüber freuen, wenn ihr mal ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und wenn ihr auch in Zukunft mehr Videos über japanische Kultur und Geschichte, Kampfkunst und Zen-Buddhismus sehen wollt, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn ihr diesen Kanal auch abonnieren würdet und dabei auch die Glocke nicht vergesst, weil dann werdet ihr natürlich sofort darüber informiert, wenn ein neues Video online geht. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, matane!